kommt es nicht dazu. Aber trotzdem besser, seid drauf, wenn ihr bereit seid und es kommt nicht, als es kommt und du bist nicht bereit. Ja? Und dann jemand will das haben, was du besitzt. Alles Mögliche hast du, dann pralle bitte damit nicht. Er hat es viel einfacher, er weiß, wo es was zum Holen gibt und dann bist du erledigt. Ja? Geschafft! Zwei! Und vor allem auf die kurze. Okay, es reicht nicht nur, dass du irgendeinen schönen Survival-Rucksack hast und 300 Euro und dann glaubst, dass du irgendwo im Wald damit überlebst, ja, wenn es keine Erfahrungen hast. Aber ich könnte mich damit nicht verteidigen, das wäre mir zu gefährlich. Ja, und was machst du dann, wenn dann auf einmal jemand bei deinem Unterschlupf auftaucht? Hallo liebe Kampfmusfreunde, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch aus Wien. Ja, ich bin wieder in Wien seit ein paar Tagen. Und genieße ich das hier bei meinen ältesten Söhnen. Ja? Gerade gestern angekommen oder vorgestern und gleich in Zeitung wieder gestanden. Wieder irgendein Typ hat 4 Menschen angegriffen mit Messer auf brutale Weise in Brigittenau und so weiter. Das ist das, was ich auch immer meine. Und dann sagen mir die Leute, nein Marek, das stimmt nicht. Es ist gleich wie vor 30 Jahren. Alles klar. So Leute, in heutigen Video würde ich gerne über etwas berichten, ja, weil viele Leute schreiben mir und fragen mich auch die, was zu mir kommen zum privaten Training, aber auch ich habe mich letzte Zeit damit auseinandergesetzt mit ein paar Freunden und es geht um das und eine Notsituation, wenn zu irgendwelchen Ausschreitungen kommen würde oder Blackout, ja, für ein paar Stunden oder Tagen oder Wochen hast du keinen Strom, was solltest du machen, ja, weil ich habe mir letztens auch so ein paar Videos angeschaut von Survival-Typen und da haben mir einige Sachen nicht gefallen, was die sagen, was die reden und vor allem, weil sie sich mit der Materie nicht richtig auskennen. Ja, ich sage auch nicht, dass ich irgendein super Profi bin, aber ich trainiere mit Soldaten, die schon Krieg erlebt haben oder mehrere. Ja. Ich, mein bester Freund oder einer der guten Freunde, der Chef von der Schießstand in Nisch, der war auch im Krieg, ja, und vor allem ich gehe schon seit 23 Jahren nach Serbien, ja, ich komme sowieso, stamme aus dem tiefsten Osten und ich habe einiges schon erlebt, ja, ich habe auch in meiner Kindheit schon Erfahrungen gehabt mit allen möglichen, das heißt, ich bin kein verwöhnter Stadtmensch, der keine 2 Stunden ohne Strom überlebt, sondern bin ich jemand, der schon ein bisschen damit Erfahrungen hat und sich damit auseinandergesetzt hat, ja, und ich habe auch mit den Freunden geredet und die haben auch zu mir gesagt, Marek, damals, wie der Krieg ausgebrochen ist, du bist jahrzehntelang mit einem Nachbarn gut ausgekommen und dann später kommt es zu dem Krieg und auf einmal hasst euch und er greift dich einfach an. Sonst lebst du jahrzehntelang zusammen, alles ist in okay und dann bringt das die Politik alles durcheinander, da die Politiker und dann auf einmal kommt der Nachbar auf dich zu und will dich töten oder deine Familie, das ist gar nicht so ohne. Dann und ich würde über alles reden. Ich sag's euch heute in dem Video, an was es wirklich ankommt. Ja? Das heißt, es reicht nicht nur, dass du irgendeinen schönen Survival-Rucksack hast und 300 Euro und dann glaubst, dass du irgendwo im Wald damit überlebst, ja, wenn es keine Erfahrungen hast und so weiter und so fort. Dann habe ich selbstverständlich in den vielen Jahren auch erlebt, wie es ist, ohne Strom zu leben. Ja? In Serbien war das damals normal, vor allem auch nach den ganzen Embargos, nach dem Krieg und so weiter. Ja? Das habe ich alles miterlebt. Ja? Und vor allem auch mit dem Strom, wenn du dann den ganzen Tag wartest, bis die endlich Strom einschalten. Ja? Und das ist auch ein Unterschied, ob die Strom abtrennen im Sommer oder ob die Strom abtrennen im Winter, ja? Bei Minusgrad. Dann ist es wirklich ein großer Unterschied, ob du das erlebst, egal was. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt, dass es nur ganze Zeit bu ist, aber kommt es nicht dazu. Aber trotzdem besser, seid drauf, wenn ihr bereit seid und es kommt nicht, als es kommt und du bist nicht bereit. Ja? Das ist auch ein riesengroßer Unterschied, ob du in Stadt lebst oder am Land. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Viele dieser Survival-Experten sagen, ja, wenn dann in der Stadt was kommt, oder wenn allgemein was kommt, Blackout oder Ausschreitungen und so weiter, dann musst du schnell in den Wald laufen. Ja, so Leute wie zum Beispiel hier in Wien, ja, Millionenmetropole, wo sollen die in welchen Wald laufen? Ja, das ist ja höchstwahrscheinlich so wie ich im Praterpark. Ja, aber das ist auch nicht, das ist kein richtiger Wald, wo dich von irgendjemandem verstecken halten kannst. Das heißt, das ist auch von weit ausgeholt bei vielen Menschen. Und was da auch Problem ist bei manchen, die glauben, wenn sie zum Beispiel in Stadt leben, in einer Wohnung und es sollte zu einem Blackout kommen, dass sie dann trotzdem normal funktionieren. Ja, dann zünde ich halt meine Kerzen an und dann kann ich trotzdem meine
Klospülung benutzen oder duschen oder sonst irgendwas. Da kann es eben nicht, früher oder später wird auch da Wasser ausgehen, weil der Druck fällt. Ja? Das heißt, in manchen Regionen vielleicht mehr, manchen weniger. Aber spätestens nach einigen Stunden oder Tagen wirst du kein Wasser haben. Ja? Und dann kannst du dir vorstellen, wie angenehm das ist, sollte es das mehrere Tage dauern, in eine Wohnung eingesperrt zu sein ohne Wasser. Ja? Und sowieso ohne warmes Wasser. Dann die Lebensmittel. Viele glauben, ja, egal, dann kann ich mir Essen aufwärmen, auch beim Kerzenlicht. Da kannst du eben nicht, weil du kannst keinen Strom, weil viele denken gar nicht nach. Deshalb ist auch gut, dass du Vorräte hast mit Lebensmitteln, die man nicht aufwärmen muss. Ja? Und was ich euch in einer Wohnung auch empfehlen würde, was ich oft im Sommer benutze, bleibt aber unbedingt dran, weil es kommen auch ein paar so Nahkampfsachen, ohne die du nicht überleben kannst. Ja? Was ich sagen wollte, diese Camping-Gaskocher, ja, das ist auch sehr wichtig, mit so 3-4 Flaschen, weil damit kannst du ziemlich lange dir Essen zubereiten bzw. aufwärmen, Tee, Kaffee und so weiter und so fort. Fleischkonserven und so Sachen, die halt nicht kaputt gehen, Müsli und so weiter. Aber wichtig ist zum Beispiel auch ein Radio. Muss es nicht einmal batteriegetrieben, es kann auf Solar oder so, was du so aufziehen kannst. Und dann kannst du dir die Nachrichten hören, dass du weißt, wann es wieder zum Strom kommt oder sind irgendwelche Ausschreitungen zu erwarten oder sonst irgendetwas. Ganz viele Batterien, ja, und Wasser halt so in 5 Litern, am besten so Kanister, wäre besser, dass du wenigstens ein paar Tage oder mindestens 2 Wochen überleben kannst. Warum? Weil es nicht so gerade sehr empfehlenswert wäre, am Abend, wenn nirgendwo Licht gibt, rauszugehen, weil nur so, auch so schon laufen genug Hirnamputierte herum mit Messern und so weiter und so weiter. Stell dir vor, dass alles dunkel ist, ja? Kaum irgendwo fahren Autos und jetzt du entscheidest dich irgendwo hinzugehen, ja? Es wäre gar nicht so ohne. Wenn, dann solltest du mit den Freunden gehen oder bewaffnen mit Pfefferspray, mit irgendwelchen Waffen, ja? Wo du den Aggressor auch richtig wehtun kannst und dann schnell weglaufen kannst. Das ist außerdem schon ausverkauft, Leute. Das ist wieder neu im Lager, ja, und auch die neue Variante. Egal was, am besten wäre, du bleibst diese Zeit einfach in deiner Wohnung und wartest ab, bis alles wieder vorbei ist, ja. Das ist dann sicher nicht so wie in einem Film, diesen The Purge oder wie das heißt, wo dann am einen Tag alles erlaubt ist, ja, und die Leute gehen aufeinander los und killen sich. Aber man weiß nie. Trotzdem, am besten in der Wohnung bleiben. Ganz anders ist am Land, ja. Ein Mensch am Land kann er dann auch in einen Wald flüchten, ja. Er kann in den Wald aus Klo gehen, ist scheißegal, wenn nicht, vor allem wenn du irgendwo in der Nähe wohnst oder wie auch immer. Aber das ist auch ganz wichtig, dir reicht nicht nur ein Rucksack und du glaubst, du kannst in einem Wald überleben, ja. Ich habe letztens auch mal ein Video gesehen von so Leuten, von so YouTubern, und dann gesagt, ja, ganz wichtig, Messer, am besten ein Survival-Messer und so weiter, ja, oder irgendein Messer, ja, aber wenn du damit nicht richtig umgehen kannst, dann wirft dir auch kein Messer. Ich habe mir schon mit 14, 15, so alt wie meine Zwillis ist, jetzt habe ich schon Geld damit verdient mit Holzhacken, Kohleschaufeln. Ich habe bei meinem Onkel in Firma, Metallfirma gearbeitet. Ich habe mir selber Waffen hergestellt, Pfeil und Bogen, Armbrust, Wurfsterne, Messer, alles Mögliche habe ich mir schon. Ich habe selber schon gejagt, gefischt. Ich weiß, wie man Tiere tötet, wenn es sein muss. Selbstverständlich, ich bin kein Jäger oder so, gehe ich in den Wald und schieße ich auf irgendetwas oder so. Nein, aber ich weiß, wenn mein Überleben davon abhängen würde, dann komme ich damit klar und habe ich keine Probleme damit. Aber wie viele von vor allem den Stadtmenschen bereit wären, wenigstens eine Nacht zu übernachten, vor allem wenn es schon so kälter wird, wie jetzt zum Beispiel. Wie viele von den ganzen Menschen wären es überhaupt bereit? Und dann sagen die, ja, dann musst du in den Wald, da fühlst du dich sicher. Du wüsstest nicht einmal, wie man im Wald einen Unterschlupf macht, ja? So Leute, das ist das, was ich meine. Hört euch das an. Wer könnte das schon so machen, ne? Und da könntest du ein paar Tage überleben, ne? Das ist aber sehr wichtig. Meine Kinder kennen das, ja. Ich mache das öfters mit denen. Meine Kinder kennen auch mit dem Feuerstarter Feuer machen, weil das ist auch wichtig, dass ihr das zu Hause habt. Vor allem, wenn ihr am Land lebt, ja. Streichholzer, solche, wo man auch draußen anzünden kann, die nicht gleich ausgehen. Aber wenigstens ein Sipo-Feuerzeug, ja. Dann ganz, ganz wichtig, wenn du schon am Land lebst, ist
Generator, ja, Dieselgenerator oder auch zwei und ganz viele Kanister mit Diesel, ja, für alle Klimaaktivisten, ja, das kannst du nicht mit Strom betreiben, wenn da kein Strom gibt, weil auch die ganzen Klimaaktivisten, die leben auch so mit der Natur und so weiter, verbinden und mit der Natur eins sein, würden keine zwei Stunden irgendwo am Abend in der Natur überleben. Nur Hauptsache die Schule schwänzen, da auf die Straßen gehen und gegen Klima demonstrieren, die wollen eine Revolution starten, da will keiner nicht. Ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben, wenn, was du noch alles so, was, weil Leute haben mich gefragt, was ich so einpacken würde, bevor wir noch zu den ganzen Nahkampftechniken kommen. Wenn ich einen Rucksack packen würde, was würde ich mitnehmen? Das heißt, ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist eine metallene Flasche, dass du Wasser holen kannst. Ja? Und das ist mir auch wichtig, Leute, wenn es um das Wasser geht. Da, wo ich lebe, zum Beispiel in Serbien, in Niš, 5 Kilometer, in einem Umkreis von 5 Kilometer gibt es mindestens 4 oder 5 Wasserquellen, die auch Wasser rauslassen, auch wenn kein Strom gibt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du weißt, wo könntest du im Notfall Wasser holen, weil ohne Futter, ohne Essen kannst du mehrere Tage aushalten. Manche Leute denken, wenn er 2, 3 Tage nicht isst, dass sie dann sterben. Das ist ein Bullshit. Ich habe schon tagelang, eine Woche habe ich schon nicht gegessen. Meine Frau hat mehrere Wochen gefastet und ist sie da. Du kannst ohne Wasser nicht lange überleben. Deshalb solltest du deine Nachschau halten, wo du dir dann Wasser holen könntest unter Umständen. Ja? Signalleuchtstäbe oder sonst irgendeine Leuchtrakete, dass du auf dich aufmerksam machen könntest, wenn du es möchtest, ja? Weil du kannst auch nicht nonstop irgendwo drauf schießen oder auf dich aufmerksam machen, weil vielleicht siehst du auch die Falschen auf dich, ja? Aufmerksam. Ja? Solarradio, ganz, ganz wichtig, ja? Dass du halt die Nachrichten abhören kannst, wann ist das endlich vorbei, wann kannst du wieder nach Hause. Kabelbinder, jetzt nicht um irgendwelche Aggressoren festzubinden und foltern, sondern kannst auch deinen Unterschlupf oder sonst irgendetwas geht kaputt, kannst du damit schnell befestigen. Ja? Dann, was habe ich hier? Streichholz fürs draußen, das habe ich schon gesagt. Stirnlampe, ich würde sogar 2 einpacken und extra Batterien dafür, dass du dich auch durch den Wald oder irgendwo im Park bewegen kannst und hast du trotzdem, du kannst arbeiten, hast du aber freie Hände. Ganz, ganz wichtig, ja. Paracord, das heißt nicht ein Paracord-Band, der 2 Meter lang ist, sondern was wirklich längeres, weil damit kannst du zum Beispiel auch dein Bett, wenn du draußen die Hölzer schneidest und kannst du damit dein Bett befestigen, dass das nicht auseinander geht. Du kannst Fallen bauen mit einem Paracord, weil das so stark ist. Aber das muss man auch kennen, ja? Und das ist auch sehr wichtig. Wer kann schon Fallen bauen und wer kann dann überhaupt das Tier schon töten? Weil das ist so wie die ganzen Leute wieder, wenn ich zurückkomme. Wow, diese ganzen Jäger, das sind so böse Leute, die töten Tiere, ja? Und dann geht derjenige, der so Quatsch, in einen Lebensmittelladen und kauft das Billigfleisch von der Theke. Von wo kommt das bitte? Aber ja, das werden wir gar nicht auseinandernehmen. Kompass, ganz wichtig. Gewebeklebeband, wenn zum Beispiel deine Schuhe, Jacke oder sonst irgendetwas kaputt geht, dass du das wieder flicken kannst. Regenjacke, auch 2, beziehungsweise sowas, was drüber geht über die Jacke, noch extra mit Kapuze, wenn es viel regnet, wenn du unterkühlst draußen in der Natur, das ist ganz, ganz schlimm, auf das musst du aufpassen, dass dann später diese Wärmedecken, man sie auch damit aufwärmen kann, falls du kein Feuer machen kannst und so weiter, ja. Oder Rettungsdecke oder wie auch immer das heißt. Taschenlampe, sowieso ganz wichtig. Ja? Und jetzt kommen wir, Leute, schon zu den Nahkampf- bzw. zu den Waffen. Ja? I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money, that is time and hour. Time and so, hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now, put the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it, cause I got my mind, yeah, on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I be gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the room. And I'm not getting mad when I'm back with the will. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going to say. Zuerst einmal, solltest du in den Wald ziehen oder müssen oder wie auch immer, um zu überleben, dir kommen irgendwelche Verrückte herum und du musst einfach aus der Stadt raus, weil da irgendwelche Ausstreitungen oder wie, dann wirst du
ohne ein Survival-Messer nicht davonkommen. Schaut euch unbedingt auch mein nächstes Video an. Ich habe so ein großes Survival-Messer und zwei so kleine Neckknives machen lassen von handgeschmiedete Survival-Messer nach meinem Design. Das heißt, es gibt kein zweites, so wie das, was ich in der Hand halte. Wenn ihr das wollt, wenn ich so ein Video mache, wie ich das teste in der Natur und so, dann schreibt es in den Kommentaren. Ich kann euch das dann vorstellen. Ja? Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass du damit arbeiten kannst. Für mich ist aber, wer so ein Survival-Messer nicht nur um Unterschlupf zu bauen, vor allem Survival-Messer wäre persönlich mir lieber wie so ein Buschgriff, wo man es nur, der besser ist eventuell zum Schnitzen oder sonst irgendetwas. Ich bräuchte irgendein Messer, mit dem ich auch hacken kann, mit dem ich spalten kann, mit dem ich batonieren kann. Das ist wirklich ein Viech von Messer, ja? Oder du holst dir gleich eine Axt noch zusätzlich oder wie auch immer, ja? Mir ist aber auch wichtig, dass du mit dem Messer auch umgehen kannst. Das heißt, sollte dich jemand angreifen, ist auch das wichtig. Das ist auch sehr wichtig, was ich den Leuten beibringe, dass sie mit einem Messer nicht nur verteidigen, irgendwelche Bullshit-Techniken, die in der Realität nicht funktionieren, sondern dass sie das auch zur Verteidigung benutzen können. Egal, ob so ein großes oder, wartet kurz, Leute. Oder, sorry, musste aus der Tasche holen. Oder so ein kleines Neckknife, ja. Das heißt, das ist schon wichtig, dass du das auch unter Umständen nur benutzen könntest, ja. Dann zweitens, weil viele sagen, ja, Messer ist gut, wenn ich mir auch in den Videos anschaue von den Survival-Experten, sagen, aber ich könnte mich damit nicht verteidigen, das wäre mir zu gefährlich. Ja, und was machst du dann, wenn dann auf einmal jemand bei deinem Unterschlupf auftaucht und du hast das Messer neben dir und kannst du dann nicht einsetzen? Hallo, mit Axt, mit Stock, mit Messer, Tomahawk, egal mit was, trainieren kannst, du erreichst dadurch extrem gute Bodymechanik. Geschafft. Mein Begleiter hat es auch geschafft. Es hat bessere Kunde als ich. Eins, zwei, eins, zwei. Hier ist die Spannung und von hier, wupp, boom. Eins, zwei, dann wieder zurück. Eins, zwei, drei, eins, zwei, okay. Eins, zwei, eins, oder gehst du einfach nur hier, ohne das da hier zu machen, okay? Hier schlagst du einmal, hier, eins, zwei, und dann vor allem, boom, auf die Kurze, okay, hier, boom, boom. Damit kannst du wirklich, wirklich sehr gut agieren, weil das leichte Waffe ist. Mir ist das sehr wichtig, alle Privatschüler, die zu mir kommen, Umgang mit dem Stock, Umgang mit dem Messer, und wir gehen auch noch auf Schießplatz schießen, und alle bis jetzt, die geschossen haben, das sind 99%, auch die auch zum ersten Mal geschossen haben, wie einer von den letzten, hatten gesagt, Marek, auch wenn ich jetzt kein Profi bin, aber ich weiß schon, wie man eine Waffe auseinandernimmt, wie man Magazin reingibt, wie man ladet, wie man zielt und so weiter. Das Allerwichtigste, du musst kein Profi sein, aber wenigstens das Wichtigste zu beherrschen. Dann würde ich euch empfehlen, wenn du schon im Wald bist, eine Armbrust, aber nicht große, die du lange laden musst, weil das ist schon viel zu lange. Sollte irgendjemand kommen, dann musst du schnell sein, ja? Oder auch dein Tier, wirst du irgendein Tier umlegen oder wie. Deshalb würde ich dir zum Beispiel sowas wie die Eder, das ist so eine taktische Armbrust, wo du ein Magazin reingibst mit so kleinen Pfeilen und dann ladest du und kannst du 5 oder 6 Mal abfeuern. Das ist super. Steinschleuder mit Stahlkugeln, kannst einen kleinen Vogel, einen Hasen, irgendwas, falls du bräuchtest, um zu überleben. Das heißt, nicht nur so einfach herumschießen, kannst du selbstverständlich auch, um zu testen, wie gut das ist. Aber mir geht es jetzt um das Überleben. Und damit könntest du schon unter Umständen irgendein Vogel oder irgendein Tier abschießen, weil eine Steinschleuder ist wirklich mega, mega stark. Und viele andere Sachen. Aber jetzt kommen wir noch zu dem Nahkampf. So, okay, Leute, jetzt kommen wir zu dem Nahkampf. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil wenn du schon im Wald ausgesetzt bist, oder kommt es zu irgendwelchen Ausschreitungen, oder sollte, was hoffentlich nie kommen wird. Aber das hat auch dieser Freund von mir, dieser Soldat gesagt, Marek, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jemand zu dir kommt, kommt es zu irgendetwas, und dann jemand will das haben, was du besitzt, das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss euch noch was sagen, bevor wir anfangen. Wenn du irgendwas besitzt, ja, du hast ganz viel Proviant, du hast ganz viel zu Hause, Lebensmittel,
Du hast dann zum Beispiel Gold zu Hause, du hast wegen der Krise, keine Ahnung, ganz viel Dieselkanistern, du hast alles Mögliche, hast du dann pralle bitte damit nicht, ja? Weil sollte es zu irgendetwas kommen, dann wissen die Leute, wo es zum Holen gibt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Da bitte lasst es einfach für euch, weil damit machen viele Fehler, dass sie, ja, ich habe dort und dort ein Lager, das ist voll mit Essen oder mit Waffen oder mit sonst irgendetwas. Nein, lass es bitte für dich, weil gerade dann weiß derjenige, er hat es viel einfacher, er weiß, wo es was zum Holen gibt und dann bist du erledigt. Ja? So, mir ist ganz wichtig, dass du dich auch, warum ich die Leute zum Beispiel beibringe, mit Stock sich zu verteidigen. Das habt ihr auch in den Online-Kursen drinnen, die mehrere Stunden dauern. Weil mit einem Stock kannst du mehrere Aggressore auf Distanz halten, wenn du es richtig kannst. Mit einem kleinen, das ist sowas wie Verlängerung des Armes, aber auch das musst du wissen, wie du den Aggressor auf Distanz halten. Weil ein Aggressor, wenn du einen Stock hast und er hat keinen, er will mit dem Stock nicht geschlagen werden. Das ist so wie Boxer, wenn er klammert, sind die Schläge nicht so stark. Deshalb musst du auch wissen, wie du dich bewegst, wenn die Masse auf dich zukommt, dass du zuschlägst, aber du lässt nicht zu, dass er dir den Stock greift. Das muss aber auch trainiert werden, weil sonst hat er dich und benutzt deine Waffe gegen dich. Das ist sowas, wie wenn jemand mit Messer nicht umgehen kann oder mit der Pistole. Hab die Pistole, kannst nicht damit umgehen. Ich stell dir vor, das nimmt dir jemand und erschießt dich damit. Ja? Mit Stock, mit so einem langen Stock, das haben mich auch Leute gefragt. Leute, mit so einem langen Stock solltest du dich verteidigen, dann nicht ausholen. Dann musst du aufpassen, weil während du ausholst, ist er schon bei dir und hat er dich und kann er dich entwaffnen. Mit solchen Sachen musst du einfach zustechen. Ja? Es ist wirklich gemein, diese Stiche, ob du direkt stichst oder gehst du von hier auf die Seite, boom! Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wirksam und schaut dir auch diese Reichweite mit so einem langen Stock. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dich verteidigen kannst. Du musst das richtig machen, ja? Du musst dieses Denkweise weggeben, so wie dieser Typ, was mir da geschlagen hat, der sich nur in seinen vier Wänden, in seine Komfortzone sicher fühlt. Wenn es dann zu irgendetwas kommen sollte, dann ist der Erste, der unter Tisch zittert von Angst. Ja? Und wirst du überleben, vor allem in der Natur, das ist sehr, sehr wichtig, wie du hier im Kopf eingestellt bist. Ganz wichtig ist es, egal was kommt, dass man Ruhe bewahrt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Mir ist wichtig, der Umgang mit den Waffen, der Nahkampf, ist mir sehr, sehr wichtig, weil das gibt dir auch zusätzlich noch irgendeine Sicherheit. Weil was machst du, wenn dann du dich irgendwo versteckst und da kommen irgendwelche Typen und wollen das haben, was du besitzt und du sitzt da in irgendeinem Unterschlupf mit deiner Familie und dann kannst du nichts machen. Schaust du dann nur zu oder was machst du dann? Ja, so wie dieser Typ, sagst du, na, ich würde nicht helfen. Ja, aber wenn du keine andere Möglichkeit hast und diese Gewalt ist deine einzige Option, dann musst du kämpfen, Junge, ja? Dann musst du aufwachen aus diesem Traum. Und auch mit einem Messer musst du umgehen können und nicht ganze Zeit nur lernen, wie man verteidigt, wie man Messer wegnimmt, weil das in der Realität nicht funktioniert. Und das wissen alle, die zu mir kommen, privat trainieren. Wenn ich sie dann mit Messer attackiere, dann sehen sie genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Okay, Leute, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Bleibt stark, bleibt gesund, passt auf euch auf, bereitet euch vor, egal ob was kommt oder nicht, bis wenigstens bereit. Ciao, euer Marek.